Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Ich sage ja immer, Reisen erweitern. Revelio. Revelio.
Revelio. Revelio. Revelio. Lumos. Revelio.
wer hier wohl gelebt hat. Revelio. Los schon lange verlassen. Keine Ahnung, was so schlimm ist. Wenn das mal nicht Laura Treadwells ist. Super! Ich weiß, dass du Aggressionsprobe. Contringo!
Na bitte. Revelio. Levioso. Levioso. Colso. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Accio. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Revelio.
Revelio. Revelio. Revelio. Revelio. Was war denn? Du bist... Oh, das ist... Oh,
Fenrock hat euch alle in den Untergang geführt. Du hattest noch nie einen Pilzeintopf wie den, den meine Mutter hat. Das ist beinahe zu einfach. Protego! Irgendwann wirst du kämpfen müssen. Du weißt! Revelio. Revelio. Du hast doch Treadwell freigelassen, oder? Das war ein großer Fehler. Protego. Du willst dich anschleichen? Vergiss es. Nicht mit mir. Ich hab dich im Duell gesehen. Du hast keine Chance. Hör sofort damit auf! Langsam reicht's mir. Spendiamus! Mein Stab!
Wenn ich unten bin, kriegst du mächtig Ärger. Lass mich sofort runter! Aliamos, Art. Ihr seid schwach. Wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Expulso! Levioso! Ich lasse... Ortego! Du wirst etwas schneller! Törichter Tollpatsch! Incendio! Contringo! Nächstes Mal vielleicht! Sieht nach Ärger aus.
Revelio. Revelio. Du hast doch Nora Treffel befreit, oder? Was haben wir denn da? Ein verloren gegangen. Hältst dich für schlau, was? Niemand wird glauben, dass ich ganz allein eine Erschwinderin besiegt habe. Revelio. Falcroft mal nach Beute um. Revelio. Hogwarts hat Glück, dass es seine Schutzzauber hat. Soll mich das etwa beeindrucken? Das reicht! Lass mich runter! Ist das dein bester Zauberspruch? Na schön, du hattest deinen Spaß! Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Revelio. Es ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Schön, Sie wiederzusehen. Gleichfalls. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich hätte ein paar Fragen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Was möchten Sie wissen? Könnten Sie mir ein wenig über Keenbridge erzählen? Sie haben vermutlich von dem diebischen Troll gehört, der sich in dieser Gegend eingenistet hat. Er terrorisiert die Leute. Raubt alle Passanten aus. Sie täten also gut daran, auf Reisen rund um Keenbridge wachsam zu bleiben. Diesem Monster wollen Sie nicht in sein grässliches Angesicht blicken. Was hat Sie denn nach Keenbridge verschlagen? Ich bin erst seit ein paar Jahren hier. Davor war ich wandernde Händlerin. Es war ein anstrengendes Leben, aber das hat mir nichts ausgemacht. Eines Tages führte mich mein Weg nach Keenbridge. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich reiste zwar weiter, aber mein Herz blieb hier. Also kehrte ich irgendwann zurück und eröffnete dieses Geschäft. Seitdem bin ich hier. Meine letzten Tage will ich in Keenbridge verbringen, wenn ich kann. Und warum auch nicht?
Was haben Sie denn so im Angebot? Zaubertränke. Ich braue sie alle selbst mit den feinsten Zutaten. Ich versichere Ihnen, diese Qualität finden Sie sonst nirgendwo, nicht mal in Hogsmeade. Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Danke für den Besuch. Ich danke erneut. Revelio. Hoffentlich genügt Pippins Qualität meinem Anspruch und dem meiner Kunden. Willkommen zurück. Sind die Aufgaben erledigt? Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das zeugt von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähige Sucherin erwiesen. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Präzise, bewusste Bewegungen. Sehr gut. Den neuen Zauberspruch so oft wie möglich. Moment, sehr gut. Weiter so.